Podcast heute zu dritt. Ja, Passt rein, so sieht's aus. abgehauen. So, mit Flasche und Nembräu. Und Nembräu ist eine Mistgeburt. Wenn ihr ihn nicht Mist oder kennt, Miss? ist egal. Nembräu muss keiner kennen. Und wir Der ist machen der hier, Pro also in Nembräu und jeder, ich ne? machen jetzt nebenbei unser Daily fertig. Was Flasche macht, das ist sehr interessant. Der steht, glaube ich, rum. Ja, ich stehe in der Wachsamfeste rum und freue So, mich. Nembräu, wir starten gleichzeitig, weil als erstes der Jumping Puzzle fertig hat, gewinnt, okay? Wir warten Okay. gleich an dem Stein da unten. Oh. So, das heutige Thema ist eher weniger der Patch, den wir jetzt hatten, weil das war ja jetzt nicht besonders viel. Das stimmt. Löwenstein ist jetzt wieder frei, aber immer noch kaputt. Scheiß drauf. Aber gibt's was, hat er jetzt was hochgeladen in Hier? deren Sollen wir hier Homepage? starten? Nein, warte, da unten am Stein. Diese ganzen Feature-Releases jetzt im April hier an den Stein starten wir. Okay. So, deswegen fängt Flaschau an. Es kamen jetzt schon drei Posts und Flaschau redet erstmal über die ja, diese neuen Eigenschaften und bla bla bla. Alles Und klar. wir fangen jetzt an. Drei, Genau. zwei, eins. Also, es soll insgesamt 40 neue Eigenschaften geben. Natürlich nur Nein. insgesamt, jede Klasse kriegt da ein paar Großmeister-Eigenschaften beispielsweise. Ein paar sind auch schon beispielsweise genannt worden. Können wir vielleicht auch gleich mal irgendwie kurz ansprechen. Aber sonst wird das Kacke. komplette Eigenschaften-Menü eigentlich komplett geändert. Momentan war es ja so, dass man 70 Eigenschaftenpunkte verteilen konnte. Schwöre. Das wird jetzt dann in Zukunft nur noch 14 Punkte sein, die man verteilen kann, weil die Eigenschaften automatisch in Fünfer-Schritten verteilt werden, sodass halt neue Einsteiger nicht mehr auf die Idee kommen, in irgendeine Gewonnen. Trade-Linie nur noch 11 oder 14 Punkte oder sowas rein zu verteilen. Das heißt, es geht direkt in Fünfer-Schritten. Dafür kann man natürlich auch nur alle 5 bis 6 Level dann einen Trade-Punkt verteilen. Aber was cool ist, man kann jederzeit, Die ohne dass es Wegmarker? was kostet, Oh, ich hab die die Map Trades nicht. resetten und Was einfach willst du da neue, machen? ja genau, einfach Der Dran schlechter. neue Trades verteilen, auch mitten auf der Karte, da muss man nicht irgendwie eine Stadt oder so. Und man muss nicht immer komplett alle Trades resetten, sondern man kann auch einfach mit einem Minusknopf einfach mal da nur Das ist ja 5 wie von auf irgendeinem diesen Read niedriger machen. ich mach so Ja. lange bei Buildcraft oder GW2 Ja, genau so im Build. Prinzip wie auf diesen So, ihr drückt dann einmal Build-Seiten. auf Plus, dann ist halt nicht mehr Plus 1, sondern so gesehen Plus 5, weil Genau, richtig. so ein ungerades Zeug braucht man nicht, weil es da keinen Bonus gibt. So. Richtig. Und außerdem müssen wir uns auch nicht mehr diese Bücher kaufen auf Level 40, 60 und 80, damit wir 10, 20 und 30 Punkte in eine Linie verteilen können, sondern das schaltet sich jetzt auch kostenlos von alleine frei, sobald wir das entsprechende Level erreicht haben. Habt Und ihr das. nicht immer 14, 14, 14, 14 gespielt? Nee, nee. Und das halt das ganz neue. Die erste Freischaltung, die war ja vorher bei 40, die wird jetzt schon bei Level 30 sein. Das heißt, es geht alles ein bisschen früher, dass man mehr verteilen kann. Ja, und sonst die einzig große Änderung noch an den Trades ist dann, dass diese verteilbaren Trades, also diese Major Trades 1 bis 12, die muss man sich jetzt erst freischalten, indem man Bücher findet, durch Dungeons, durch in der Welt rumlaufen, kann man halt diese Bücher finden und dadurch diese Trades freischalten und erst dann kann man die auswählen. Momentan hat man ja die große Auswahl, das wird dann in Zukunft nicht mehr so sein. Wer natürlich nicht in der Welt rumlaufen will, kann sich die auch kaufen. Und aber alle Leute, die jetzt schon Level 80 sind und alle Trades im Prinzip bis jetzt schon freigeschaltet haben, die werden das auch behalten. Also sie müssen sich nicht im Nachhinein diese Trades noch nachkaufen, damit sie ihren Build spielen können, sondern das geht halt von Anfang an, nur halt neue Charaktere müssen dann halt diese Trades erst noch freischalten. Und ich denke mal, die neuen Trades, die eingeführt werden, die muss dann auch jeder erstmal finden oder kaufen, weil Der der Preis ist aber Preis. noch nicht festgelegt, oder? Nee, nee, da steht Das noch wird jetzt auch nichts nicht so drüber. teuer sein wie Nur den ganzen Casuals. lediglich der Preis variiert natürlich je nachdem, ob es bei den ersten 5 ist oder ob es ein 12er Trade ist und sowas, da variiert der Preis. Aber wie genau das dann letztendlich aussieht oder ob man da eine bestimmte Währung oder irgendwas für braucht. Keine Ahnung, steht noch nichts bei. Ja, Was ich das noch ist gut fände, eigentlich also, das, ja. das ist schon mal gut, dass man die jetzt immer ändern kann. Nur wenn man die auch speichern könnte, wäre das richtig nice. Ja, genau, das habe ich mir auch So wie in gedacht. GW1 halt, So wie drei so. Seiten oder so, ne? Ja. Wobei es jetzt natürlich schneller geht, wenn man einfach mal plus minus so ein bisschen hin und her machen kann. Aber es stimmt schon, jedes Mal, wenn man wirklich seinen kompletten Build ändert, jedes Mal die ganzen Trades, also die 1 bis 12er Dinger wieder auswählen, das dauert schon ein bisschen. Wäre schon geiler, wenn man die speichern könnte. Das ist Aber schon naja. praktisch, dann kann ich immer zwischen Wootstack und Max DPS wechseln. Ja. Oder Ja, im halt, da muss man Dungeon. Ja, nicht. gut.
Ja, vielleicht haben sie es auch deswegen gerade nicht gemacht, weil dann haben die Leute vielleicht irgendwelche Builds zum Machtstacken vor dem Kampf, machen das rein, dann wird gepult, noch während alle aus dem Ja, dann können Kampf sie es raus sind machen wie und in dann. GW1, dass man innerhalb eines Gebietes nicht ändern kann, sondern halt, also wenn man jetzt im Dungeon ist. Ja, Nennst genau. du Dann dann. macht das ja Ja, aber wieder wenig Sinn, zum Ja, Beispiel. wieso? Wenn du jetzt sagen wir, du machst gerade Ahre, dann brauchst du jetzt ein Max-Stack-Build als Ele und danach willst du WoW gehen und dann brauchst du nicht 20 Mal, gut, jetzt sind es dann vielleicht Ja, 14, klar. 14 Mal klicken oder so, aber trotzdem, dann kannst du es in einen Klick machen, also so halbwegs in einen Ja, Klick das jedenfalls. stimmt. Und dass er auch dann Aber halt irgendwie die Waffen, die er, also jetzt die Waffenskills kann man nicht unbedingt da speichern, zumindest aber die Skills 6 bis 0, weil, ja, weil einfach so ist ja, das stimmt schon, Ziel. das könnte man machen. Aber wie gesagt, ich denke, die machen das nicht, weil die Leute dann halt wirklich dann Macht-Stack-Builds haben, dann wechseln und sowas. Weil die wollen halt eigentlich, dass man es wirklich im Gebiet wechseln kann. Aber halt nicht, dass dann wieder die Hardcore-Leute da die übertriebenen OP-Builds rausfinden und dann innerhalb von einem Kampf vor, während oder danach irgendwie ihre Trades dreimal wechseln. Und Ja. ja, denke ich, darum machen die das nicht. Aber eine coole Idee wäre es eigentlich schon für die, die normal Naja, spielen gut, wollen. machen könnte man das schon, wenn du zum Beispiel aus dem Kampf, sag ich mal, mit dem Ele Wut stackst und dann schnell 5 Punkte oben rausnimmst und unten reinpackst und dann in den Kampf reingehst. Ja, das wird natürlich schon gehen, aber das ist dann natürlich eine Klickerei und da muss dann jeder selber entscheiden, ob er sich das antut oder nicht. Ja, klar. Ja. Aber zum Beispiel für Weltrekord oder so kann man das schon machen dann. Ja, dann ja. So, der zweite Post war ja von heute, also am 21. Da kamen ja zwei Posts heute. Sehe ich das richtig? Samstag und Sonntag posten die nicht, die sind ja voll egal. Ja, richtig. Updates für Runensigile und bei der Spielbalance. Da hatten die ja schon was angedeutet gehabt. Weiß ich, vor 2 Monaten, glaube ich, in so einem Video. Da hatte ich eigentlich erwartet, dass das ganze Zeug ein bisschen eher kommt, weil wenn die schon vor 2 Monaten ein Video dazu gemacht haben und all so ein Kram. Naja. Hatte ich auch gedacht, ja. So, was war die Hauptaussage? Wo ist mein Krieger hier da? Ja, manche, sag ich mal, Runen werden verbessert und die wollen mehr Wert drauf legen. Es gibt ja bei manchen, ja, Spielweisen, wie dass man Runen von dem einen Set zweimal nimmt und von dem anderen auch zweimal und nochmal zweimal oder sowas. Und die wollen halt, dass, wenn man eine Rune nimmt, dass man das möglichst ganz nimmt, also alle 6. Deswegen haben die jetzt wichtige Bonis halt ein bisschen weiter nach hinten versetzt Aber oder dafür auch halt stärker gepusht. gemacht, ne? Die 6er Bonus stärker gemacht, dafür den Genau. 2er schwächer und sowas. So, genau. Bei Sigile, was ich jetzt ziemlich scheiße finde, jetzt bei Stackwaffen, also Blutgier und Wahrnehmung, man kann jetzt noch nicht wirklich raussehen, was die jetzt genau meinen, aber vielleicht und möglicherweise und anscheinend kann man nur noch Blut, also man kann Blutgier ganz normal stacken bis 25, und da steht dann halt, wenn man die Waffe dann halt nicht mehr drin hat, wo das Sigil drauf ist, ist der Blutgesteck weg. Bis jetzt war das ja so, selbst wenn man die Waffe gewechselt hat, hatte man den Blutgesteck ja noch, bis man halt wieder im Down lag oder die Instanz verlässt. Genau, das machen sie jetzt weg. Schade Finde ich eigentlich schon zum sehr Beispiel interessant. für Ara. Finde ich unnötig. Also, naja, also. Keine Ahnung. Was ich davon jetzt, also, ist es vielleicht nicht so krass schlimm. Muss man halt gucken. Das Ding ist auch, bald kann man auf eine Zweihandwaffe halt zwei Sigile packen. Vielleicht Genau. kombiniert man das dann. Ein Blutgeding und ein halt irgendwas mit Damage Boost. Ob sich Ja, das dann so lohnt, weiß ich nicht. zum Beispiel Großschwert mit Blutgier und Also immer Heftigkeit so, oder in so. vielen Dungeons lohnt, also eigentlich hat man wirklich großartig nur gestackt in Ara am Anfang und bei COE in dem einen Raum, bei Weg 2 und 3 zum Beispiel. Ansonsten Ja. eigentlich eher weniger stacken, weil da sonst nicht großartig viel ist, was schnell stirbt. Ja, Das wahrscheinlich dann hat halt. man auch Man ohne findet Stack, zwar ne? in vielen Dungeons was, aber zum Beispiel auch bei in Ascalon die Spinnen am Anfang oder so, aber großartig hat man es nicht gemacht, das stimmt schon. So, was steht hier noch? Genau, Sigile mit Effekten beim Treffer. Da gibt es ja zum Beispiel das Sigil des Feuers. Das macht ja so eine Flammenexplosion bei maximal 5 Gegnern. Und da haben sie im Gegenvergleich ja dieses Eissigil gestellt. Was gibt denn das? Kühle, ne? Und das ist ja irgendwie im Vergleich ziemlich schwach. Was auch natürlich stimmt, weil man lieber Damage machen will, als dem Gegner Kühle zu geben. Und die Bosse kacken da meistens eh auf der Kühle. Ja. Was steht denn hier genau? Ja, die wollen das halt ein bisschen optimieren, sag ich mal. Nur ob das dann wirklich was rausreißt, weiß ich nicht Ja, die genau. machen bei den schwächeren Sigilen den Cooldown kürzer und dafür bei Feuer länger. Und
Ich glaube, bei einigen, ich weiß nicht, ob sie es bei allen Sigilen machen oder zumindest bei einigen. Nee, ich glaube, bei einigen nur machen sie nicht mehr Chance on Critical, also nicht mehr beim kritischen Treffer, sondern generell Chance, das auszulösen bei einem Treffer einfach. Damit auch Builds, die nicht auf Crit basieren, irgendwelche Support-Builds oder so, die halt nicht eine hohe Crit-Chance haben und trotzdem auch mal vielleicht ein cooles Sigil benutzen wollen, auch mal eine Chance haben, was auszulösen. Darum ist es nicht mehr beim Crit, sondern bei einem Treffer, dass Finde es ich gar nicht so ausgelöst wird. schlecht eigentlich. Kann man jetzt auch Zustandsspiel, Zustandsbild so, Ja, das stimmt. dann braucht man dann keine Präzision mehr mit stacken. Richtig. So, dann steht hier noch was. Bei manchen Klassen wollen sie ja ein paar Balance-Änderungen vornehmen, was jetzt beim Krieger zum Beispiel Siegel der Heilung wäre. 8% Genau. weniger. Und Pindorn, also Festnageln. Weil dieses Festnageln, das hat, glaube ich, eher mit PvP zu tun, die Änderung. Ja, Ja. richtig. Auch generell, was die im Prinzip, was die an dem nerfen, die wollen die Regeneration verringern und sowas. Ich meine, wenn man momentan im PvP rumrennt, da sieht man nur diese Hammer-Langbogenkrieger. Spielt da wirklich jeder Krieger mittlerweile Hallo, noch. mach jetzt Hembo nicht fertig. wahrscheinlich mit Und regenerativen Bannern noch dazu, der ne? ist halt einfach übertrieben stark, ja, der Hembo-Krieger. Und den wollen sie halt ein bisschen nerfen. Also, das macht ja auch wirklich gar keinen Spaß, wenn wirklich jeder Krieger als Hembo-Krieger rumrennt. Und ja, ich denke, gegen die geht das hauptsächlich. Sowohl das Festnageln als auch das Verringerung der Regeneration und sowas, Siegel der Heilung. Ich denke mal, das wird für die PvE-Krieger jetzt nicht so ins Gewicht fallen, was da genervt wird. Das ist Ja. richtig, weil Außer ein für die Boss. Glaub nicht, dass er PvE-Zustandskrieger. ein Boss großartig ausweichen kann. Ja. So, was steht hier noch? Hier, Oh. Nimroy hier zu. Du sagst die anderen Fertigkeiten, oder irgendwas zum Dieb gerade noch gesagt. Ach so, ja, Mit ich der weiß jetzt gerade Regeneration. nicht alle auswendig, aber ich habe zum Beispiel gehört, gelesen, beim Dieb kommt ein neuer Grandmaster Trade, wo man für 5% des, ich glaube, war das beim kritischen Treffer oder generell, 5% des verursachten Schadens wird man dafür geheilt. Sage ich jetzt mal, wenn man zum Beispiel 10.000 Schaden mit dem Backstep macht, wird man um 500 geheilt. Also ist bestimmt nicht schlecht, so dass Diebe auch noch ein bisschen mehr Leben zurückkriegen. Aber wenn das zum Beispiel einen internen Cooldown hätte, fände ich das ziemlich doof, weil wenn man dann seinen 1000er-Hit raushaut und für 50 geheilt wird und dann ist es auf Cooldown und der 10.000er-Hit heilt einen nicht, also da muss man nochmal gucken, was da kommt. Und zum Necro Ja. habe ich noch was gelesen, wo ich ein bisschen befürchte, dass es demnächst ziemlich viele Tank-Necros geben wird, dass man im Death Road Leben regeneriert, wenn man, also Leben, nicht Lebenskraft, und das skaliert mit Heilkraft. Dann denke ich mal, dass viele Necros diesen Trade mit reinnehmen, mit Zähigkeit, Heilkraft, Zustandsschaden spielen und im PvP dann ziemlich starke Zustandsbunker sind, weil man die Ja. ganze Das Zeit im Death stimmt. Road sich hochheilt. Und Aber vor da allem muss ist man auch nicht. gucken, wie das wird. Ja, das ist vor allem nicht das Einzige. Also erstmal, dass die Lebenspunkte regenerieren halt in dem Ding, im Todesschleier. Und dann habe ich meist noch so als kleine Fußnote in diesen neuen Blocks gelesen, dass der nicht nur das kann, sondern auch noch, während er im Todesschleier ist, auch noch Zähigkeit mehr bekommt. Da gibt es auch was Neues für. Das heißt, dann wird er auch noch tankiger im Todesschleier drin. Ich finde Wenn er auch das, noch mehr ich finde Zähigkeit bekommt, diese, ich das finde, die Pro halten sowieso schon zu viel aus. ich finde das Problem mit dem Todesschleier ist einfach, dass man die Hilfsfertigkeiten nicht benutzen kann. Da brauchen die keine Regeneration einführen, sondern einfach die Hilfsfertigkeiten im Todesschleier benutzen. Ja, gut, aber ja, stimmt schon Wahrscheinlich wäre das irgendwie besser. irgendwie. Ja, ich finde nur, Necros sind sowieso schon viel zu stark. Ja, du kämpfst gegen die kurz bevor die tot sind oder die machen Todesschleier an, Haben wieder 20.000 HP. Dann haust du die aus dem Todesschleier raus, dann haben die ihre normalen Lebenspunkte. Während du aber gegen die kämpfst, machen die ihre Spektralrüstung an. Das heißt, wenn die sowieso fast tot sind, haben die auch ihren Todesschleier wieder voll, dann können die nochmal Todesschleier machen. Das heißt, im Ja, Prinzip musst und du denen jetzt sowieso ist. schon dreimal die Lebenspunkte wegkloppen. Ja, Und das jetzt finde ich ist es sowieso ja schon auch viel so zu noch stark. dann, wenn sie fast tot sind, gehen sie in den Todesschleier, regenerieren sich, gehen dann wieder raus, da geht dann das Leben wieder runter, gleichzeitig laden sie Lebenskraft auf, gehen wieder in den Todesschleier, regenerieren sich. Also ich weiß nicht, ob das so stark wird, aber es hört sich auf jeden Fall Das hört ziemlich sich stark echt an, krass ja. an, ja. Ja, Jan, wo wollen wir eigentlich jetzt weitermachen mit Daily? Ich habe jetzt Spendierhosen gemacht. Ich hab's schon längst fertig. Ha! Okay. Haha. Du Assi. Na gut, dann gehe ich meinen Sammler machen. Achso, was mir noch gerade einfällt zu den Runen.
das ist vor allem für die PvPler interessant. Die haben ja jetzt gesagt, dass komplette Runensets stärker werden sollen. Also, dass man nicht mehr, also beispielsweise mein Tanky, Support, Wächter spiele ich auch mit zweimal Wasser, zweimal Reisenden und zweimal Mönch. Und im PvP machen die das jetzt so, dass man nicht mehr 6 Runen auswählt, sondern nur noch eine einzige. Das heißt, in seine Rüstung im PvP tut man nur noch eine einzige Rune rein und diese eine gibt dann direkt die kompletten 6er Runen. Ich finde, selbst wenn du es trotzdem noch willst und mischen willst, im PvP geht es zumindest nicht mehr. Da kannst du nur noch eine Rune wählen und die gibt dir direkt alle 6 Boni. Mein WVW-Ele stützt sich ja auch viel auf Segensdauer. Ich finde das dann auch schade, wenn die keine Rune reinbringen, die, sag ich mal, 35% Segensdauer zum Beispiel im 6er-Bonus gibt. Ja. Das wäre halt ein bisschen ärgerlich. Aber ansonsten finde ich das gar nicht so schlecht, dass sie die Runen generell ein bisschen stärker machen würden. Ja, das stimmt. Nur ich habe halt irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass dadurch einfach die große Auswahl, die man hat, wie man Build spielen kann, so ein bisschen kaputt geht. Weil dann rennt jeder mit einem komplett neuen Set rum und bisher war also die Herausforderung rauszufinden, kann ich vielleicht doch noch verschiedene Sets miteinander kombinieren, um doch noch stärker zu werden. Und das erübrigt sich jetzt, denke ich mal. Und dann wird wahrscheinlich jeder immer mit einem kompletten Set rumspielen. Wobei ich sagen muss, ich war bisher mit meinem Wächter, der kommt mit dieser 3x2er Kombination und Buffhut auf 75% Segensdauer. Genau, das so war schon auch geil. Beim Ele. Ja. Ist nicht schlecht. Ja, muss man sehen, wie das kommt. Also wenn es da keine Rune gibt, die, sag ich mal, mindestens 30% Segensdauer gibt, fände ich das schon irgendwie einen ziemlich starken Nerf für solche Boon-Spamming-Builds. Ja, stimmt. Naja, müssen wir abwarten. Also bringt jetzt auch gar nichts, da schon drauf zu wettern, weil wir wissen ja noch gar nicht, inwieweit sich das auswirken wird. Aber, genau. Ja, und genau. Die letzte Post bis jetzt war ja... Crit. Wartet, richtig. Kritischer Schaden. So, was man davon hält... Ich denke mal, die Condi-Leute freuen sich total, weil die dann denken, sie könnten noch Schaden machen. Tun sie jetzt aber nicht wirklich im PvE. Außer beim Wurm bei den Hüllen. Ja, muss man sagen, dafür sind Condis gut. Muss ja nicht immer alles schlecht reden. So, im Prinzip, der kritische Schaden wird um 10% gesenkt und wird einfach nach Wildheit umbenannt. Und gilt halt als Stat, den man auch ausrüsten kann. Also jetzt kritischer Schaden. Ist ja jetzt auf der Rüstung als dritte drauf, als Berserker. Da steht ja 2% kritischer Schaden und das wird dann jetzt dann halt bald zum Beispiel dann 10 Wildheit heißen. So, genau. Als Prinzip. Und das dann soll es ja auch immer als... Das ist kleinste Stat eigentlich. Beim Berserker, so ein Berserker, kann ich das mal kurz zeigen, hier wird dann 101 Kraft, 72 Präzision und 72 Wildheit haben. Ja, so Amen. Wird das dann sein. Genau, und also 15 Wildheit entsprechen 1% kritischer Trefferschaden. Das resultiert dann in einem kompletten Berserker-Bild dazu, dass ihr am Ende, wenn ihr mit dem gleichen Bild, den ihr jetzt habt, werdet ihr bei einem Full-Berserker-Bild nach dem Patch 10% Crit-Schaden weniger haben. Genau. Also im Prinzip, ganz kurz gesagt, die haben gar nichts groß geändert, die haben nur den kritischen Schaden umbenannt in Wildheit und es ist 10% schwächer. Das ist eigentlich schon alles. Also hört sich alles komplizierter an, als es letztendlich ist. Naja, und das Problem ist halt auch, dass das himmlische Gear ziemlich stark genervt wird dadurch. Weil man die ganze, also man hatte ja jetzt immer zum Beispiel auf einer Berserkerbrust sind ja 5% kritischer Schaden drauf. Und auf einer himmlischen Brust sind 6% kritischer Schaden drauf. Das war sozusagen der Grund dafür, dass ich auf meinem Ele im WVW Teile mit himmlisch belegt habe. Und da jetzt das in Wildheit umbenannt wird, bekommt man ungefähr 80% weniger Crit-Schaden aus den himmlischen Sachen und wird dann mit einem 6%igen Bonus auf alle anderen Stats durch himmlisch belohnt. Finde ich ein bisschen lächerlich. Also haben sie eigentlich das komplette himmlische Gear damit aus dem Spiel genommen, sage ich mal. Ja gut, wer das so wie du gespielt hat, um wegen diesem krassen Crit, klar, war, ist natürlich auch ein guter Grund gewesen, weil das wirklich saustark war. Aber ich meine, wer jetzt so ein Allround-Build spielt, also wer jetzt nicht wirklich nur auf dieses Crit aus ist, um da wirklich den kritischen Schaden aufs absolute Maximum zu bringen, sondern ich meine, himmlisch hat nun mal einfach alles und bietet sich daher eigentlich gut an als Allround-Gear. Und für die Leute, die das deswegen kaufen, für die ist es natürlich geil, wenn alles andere 6% stärker wird. Ja. Und halt nur für die, die wirklich jetzt volle Kanne auf die Fresse Crit wollen. Für die ist es blöd, klar. Aber für die Allrounders, das denke ich jetzt sogar fast noch sogar besser.
Naja, kommt halt immer auf die Spielweise an, ja. du wirst wahrscheinlich irgendwie dann mit Full Himnisch jetzt insgesamt vielleicht, ich weiß nicht genau die Werte, aber gehen wir mal davon aus, du hast vorher mit Full Himnisch 100% Crit-Schaden gehabt, dann hast du jetzt vielleicht noch 30 oder so. Und dafür von allen anderen Sets 6% mehr, das finde ich ein bisschen ziemlich stark an Nerf, sage ich mal. Aber So, muss man halt auch ja. wieder sehen. Nächste Woche kommen wir noch. Wie viele Posts sind das? 3, 3, 4. Kommen die Kommen noch restlichen 8 Posts 5? kommen noch. Okay. Da können wir zu den nächsten, nach der nächsten Woche, nächsten Freitag nochmal ein Video machen. Was Genau. noch kommt, sind, naja, wie sie es jetzt betitelt haben. Bunte Aussichten, irgendwie vielleicht vom Design mal gibt was irgendeine Änderung, keine Ahnung. Was auch immer das heißen soll. Die Gruppensuche wird überarbeitet. Das ist sehr gut, weil die einfach der letzte Dreckscheiß ist. Echt, Dass ich man hoffe nicht, ne? Gruppen Ne, die ist zusammenfügen total kann, ist der verbuggt. letzte Bullshit. Dann ist die richtig oft verbuggt. Ja, verbuggt ist er echt auch, das stimmt. Und dieses Mergen, also das Zusammenschließen von Gruppen, das sollen die sofort entfernen oder verbessern. Das geht gar nicht. Ich finde das auch total lustig, dass man eine Zweiergruppe und eine Dreiergruppe nicht zusammenführen kann, aber eine Vierer- und eine Fünfergruppe kann man zusammenführen und dann Ja, werden die Gruppen einfach durchgemixt. und meistens wird der Innie-Öffner rausgekickt, dann heißt der Dungeon wird geschlossen. Ja, Richtig das geil. ist mir auch schon ein paar Mal passiert. So, Ja, dann gibt es den richtig. Beitrag grenzenlos. Wofür steht das denn, bitteschön? Keine Ahnung, vielleicht Rand der Nebel? Keine Ahnung. Account gebunden irgendwas? Eine solide Grundlage? Und dreimal vereinfacht das Spiel mit Freunden. Ich will nicht mit Freunden spielen. Vielleicht einfacher Gästen. Keine Ahnung, was das heißen soll, Ja, naja. das kann natürlich sein. Das könnte sogar Vielleicht kannst du tatsächlich dann über so sein. einen Rechtsklick direkt auf den Server gästen bei einem Freund oder so. Vielleicht kriegst du auch, wenn du mit Leuten aus deiner Freundesliste spielst, Boni. Na, glaube ich nicht, aber wäre schon lustig. Vielleicht kannst du auch heiraten und dann haben Verheiratete mehr Ja, soll es Boni doch oder bald sowas. geben. Ja, wenn man dann als Mann und Frau oder Mann und Mann oder so Das mache zusammenspielt, mach ich dann aber hat macht man bestimmt mehr nicht, ey. Crit-Schaden oder so. Mann und Mann. Macht man mehr Crit-Schaden, okay. Ja, kann das sein, da kann man die 10%, die man durch Berserker weniger macht, wieder rausholen, wenn man einfach Ja, das heiratet. heißt, alle bei uns in der Gilde müssen dann demnächst heiraten, ne? Auch Asi, ne? Egal. So, Asi auch. das reicht für dieses Video, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie Ja, lange das schon denke wieder, ich aber zu lang bestimmt. Würde ich auch. sagen, sehen wir Ja. uns beim nächsten Video wieder. Und wir Genau. sagen Tschüss. Tschüss. Ciao.